Moinsens YouTubes und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare. Wir haben die letzte Mission, die Sentinel-Mission, abgeschlossen, sind also unter einem neuen Arbeitgeber sozusagen jetzt dabei, IS, irgendwie sowas, zu bekämpfen sozusagen. Wir rüsten sprinten wieder auf, weil das hat er irgendwie nicht gespeichert, warum auch immer. Aufrüsten tun wir mal. Wunderbar. Und dann geht es mit der nächsten Mission weiter. Kingpin, hier ist Sentinel 2-3. Das Verfolgungssignal ist am Ziel angebracht. Verstanden, 2-3. Wir haben Pandora schon im Visier. Voraussichtliches Ziel ist der Luftstützpunkt Rio Gallegos. Wenn Irons irgendwo auf dieser Hemisphäre einen Anschlag plant, wäre das die ideale Stelle. Wir müssen Pandora in internationalem Luftraum abfangen und eine kontrollierte Landung erzwingen. Koordinaten für das Luftrendezvous folgen. Verstanden. Mache sofort ein Team bereit. Das ist ein großer Schritt, Cormac. Sie werden Atlas direkt angreifen. Eine Arbeit im Schattenmeer. Jo, wir werden Atlas direkt angreifen. Das ist schön. So muss das. Würden wir Atlas direkt angreifen, dann würde aber nicht AW unten ständig stehen und laden. Okay, das geht aber relativ zügig diesmal. Der Absturz. Warum alles am 3. Januar? Auch schon der 3. Januar. 2060. Interessant. Wir fangen wieder mit dem schwarzen Bildschirm an und sehen mal wieder Hier ist nichts. Sentinel 2-3 im Endanflug. Verstanden, Sentinel 2-3. Primärziel ist die Fracht, alles andere ist entbehrlich. Bestätigt, Kingpin. Wir treffen uns mit Guardian 5 beim Abwurfpunkt und sichern die Fracht. Sentinel 2-3, Ende. Lol. Angriff aktivieren. Sind das Jetpacks, womit wir gerade fliegen? Alles klar, Mitchell. Landen wir diesen Vogel. Gell, ist das denn bitte? Wir fliegen einfach so mit den Jetpacks durch die Gegend. Yo. Alles klar. Drauf sind wir. Jetzt. Vorsicht bei den Windmühlen. Mit dem Magnetgriff stabilisieren. Wie mache ich denn das? Ladung platzieren. Egal, ich schaffe das auch so, ohne mich zu stabilisieren. F. So. Gerät platziert. Jo, hab ich. Auf mein Zeichen aktivieren. Los. Oh mein Gott. Raus aus dem Sprengradius. Das Flugzeug kickt. Das war echt knapp. Fallschirme eingesetzt. Fracht im Schritt. Unterwegs zum Abwurfpunkt. Verstanden, Sentinel 1. Guardian 5 ist am Boden und wartet auf Anweisung. Signal empfangen, Sentinel 2-3. Drohnenleitung ist auf den Abwurfpunkt angesiedelt. Kingpin, irgendeine Reaktion von Atlas? Wir verfolgen Ihre Orbitalplattform. Bitte Update. Okay, das ist schon mal ganz geil, ey. Hallo, was blinkt denn da unten? Was ist das? Kiste oder sowas? Sentinel 2 sichert die Fracht. Lande bei deiner Position, Ilona. Und gelandet. Geile Sache. Das Extraktionsteam hat das Schott gesprengt und sichert die Fracht. Achtung, alle Einheiten. Eine Atlas-Einsatztruppe ist im Anflug. Da! Transportkapseln. Sentinel 2! Die Fracht sofort bei Garten. Pünktlich sind sie. Einladen. Muss man ihnen lassen. Bäm. Wenn man so bedenkt, das war früher alles so Freunde und so. Hilfe, wo werde ich jetzt so lange? Da. Ah, ich liebe die HBR. Sentinel 2 schafft es nicht. Sogar die 5 durchbrechen. Mann verloren. Wir schaffen es nicht. Sogar die 5. Oh shit, sind das viele.
Oha, wie viele sind das denn noch, bitte? Übertreibt das ja noch extrem als im Koop-Modus. Also zum Glück sind da keine schweren Max oder sowas bei. Oh mein Gott. Keine gute Idee. Also fliehen aber gerade, das ist schon mal schön. Jo, bin ja dabei. Komm, wir schieben das jetzt da rein. Los. Hau ruck, 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 ruck. Ja. Genau. Und drin ist es. Oh ja, genau, Robert. Wieso habe ich nur gesagt, die haben keine Max? Jetzt haben sie Max. Du warst schon tot. Jawohl, Mac 1 ist ausgeschaltet. Da hinten sind noch ein paar, ja genau. Ja genau, soll man das denn aushalten? Was passiert hier? Oh nein. Autsch. Wo finden wir jetzt Transformers? So ein Eis oder so, wäre ganz geil. Alles Bestes. Wir hätten auch eine K5 dabei gehabt. Verdammt. Wir sind zu tief. Wir müssen einen Weg zur Fracht finden. Da? Boah, richtige Powerfrau. Durch, 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 durch. Oha. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich verlaufe mich jetzt erstmal richtig. Da geht's nicht weiter. Hier sieht man auch so gut wie gar nichts einfach. Das Licht. Okay. Ich habe ja mein Feuer eingestellt. Die Gruppe rechts rückt ab. Kümmern wir uns um den Rest und folgen dann den anderen. Wartet. Ilona, du hast unten rechts. Ich nehme den linken. Mitchell, du erledigst die beiden oben. Okay. Schießt du zuerst, Mitchell. Alles tot. Da waren Geheimdaten. Nein, 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 ich will die Geheimdaten haben. Muss man alles selbst machen hier? Ha! Hab die Geheimdaten. Ich wollte dich nicht anschließen, Ilona, sorry. Ilona? Ilona? Oh, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ausgang? Oh, Mac, 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 Mac. F-Tippen, um anzuwehren. Oh, shit. Nein, meine Waffe. Wie soll ich das denn machen? So, jetzt aber. Bumm. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Nein, 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 nein. Jetzt fallen wir da alle runter. Och nö. Wir wären fast beim Ausgang gewesen. Ist immer nur noch geringfügig ätzend. Oh, kriegen wir jetzt das... Oh, kriegen wir jetzt das SMG? Das wäre geil. Das MG von dem Mac. Wir können versuchen, dem Wasser hier entlang zu folgen. Sieht nicht aus, als hätten wir eine Wahl. Ich gehe vor. Mitchell hinter mir. Ilona, Rücken frei halten. Ich gehe vor. Nee, glaube ich dir nicht. Ich schwimme jetzt erstmal vor.
Nee, ich will nicht tauchen. Mann, nein, nicht tauchen. Steh doch auf. Das Wasser steigt an, wir müssen raus. Ich kann da vorne Licht sehen, wir müssen tauchen. Jo, tauchen wir. Jawohl, das geht doch gut. Und jetzt? Jetzt kann ich mich nicht mehr bewegen, oder was? Unten bleiben. Nee, keine Lust. Wieso hat er so einen Hackbeil dabei? Bäm! In your face. HBR. Oder die HBR so ein Rot. Alter, wenn es das im Multiplayer auch gibt, das ist immer richtig geil, das Visier dann. Oh ne, oh ne. Ha. Easy going. Jo, sie sind so gut wie fertig. Was gibt's hier noch? Gibt's hier irgendwas Besonderes? Nee, ne? Einfach so durchrushen. Easy going, würde ich dazu sagen, ne? Oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch, oh Mensch, nicht mehr easy going. Granate! Ach, das war... Ups, tut mir leid. Hinter dir ist einer. Ja, Ausgang. Hurray, wir sind draußen. Boah, richtige Schlittenrutsch-Rodelbahn, ey. Guardian 5, hier Sentinel 2-3, verstanden? Sentinel 2-3, Kontakt voraus! Drohnen nähern sich! Oh, ich glaube, das ist mein Problem. Den EMP feuern, Leute! Wie mach ich den EMP? Nicht abrutschen! Der Wind wird stärker! Sentinel 2-3, Guardian 5 hat die Kraft noch und wir nähern uns ihrer Position. Verstanden? Ist da was? MP wird überbewertet. Ja, keine Drohnen mehr. War doch nicht das Problem hier. Hier rein. Super, also wieder irgendwo drin. Toll. Ah ne, hier geht's wieder raus. Das ist schön. Kontakt direkt voraus. Verdammt. Sie haben die Fracht. Kingpin hier, Sentinel 2-3. Nice. Und Atlas hat die Fracht. Sind auf Abfangkurs. Habe verstanden. Schicken Extraktionsteam zur Position. Ich gehe runter, um sie rauszulocken. Erledige die Nachzügler, Ilona. Eröffne das Feuer, wenn wir in Position sind, Ilona. Schießt du zuerst, Mitchell. Feuer eröffnet! Los! Wir brauchen die Fracht! Die Fracht ist davor! Double Kill. Single Kill. Irgendwie eine Laser? Waffe? Weil die muss irgendwie. Doch, da hat sie nachgeladen. Ich schieße! Oh Mann, ich verzieh voll. Soll ich die überhaupt von Sniper so decken oder. Ich brauche Feuerschutz! Ich schieße! Da war voll der Treffer! Wir können weiter! Hier runter! Wir müssen vorstoßen! Dieser Vitol darf nicht abheben! Oh nein! Das ist ja Vitol! Feinde dringen von Westen aus ein!
Na los, wir müssen die Fracht sichern. Oh nein. Und ich bin wieder irgendwo unten. Was zur Hölle? Das ist blöde Eis, es stürzt ständig ein, oder wie? Da kommen wir hundertprozentig raus, oder? Komm bitte, lass uns da rauskommen. Jawohl. Vertraut mir. Gideon? Atlas 1, bitte komm! Hier ist Atlas 1. Juarez und Michael sind tot. Was? Warum jetzt, Gideon? Du hättest mit uns aus Neubagdad fliehen können. Und wir wären kein bisschen klüger. Es gab einfach zu viele Fragen. Ich musste selbst Antworten finden. Eins plant einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Er hat heimlich eine biologische Massenvernichtungswaffe entwickelt. Und wir sollen dir folgen? Wenn er uns töten wollte, wären wir schon tot. Eins hat alles verraten, wofür ich einst stand. Ich hier runter! Unter die wir müssen vorstoßen! Aber dafür dieser Vitol darf nicht abheben! Sofort. Was? Okay. Dann geh vor. Ich geh vor. Mitchell, komm. Schnappt euch die Stinger und versteckt euch. Moch, das war meine Stinger. Hm? Atlas 2-1, ich bin bereit. Sentinel-Agenten sind ausgeschaltet. Roger, Gideon. Du hast Glück, wir brennen gerade ohne dich los. Ist die Fracht sicher? Ja, Sir. Sicher und heil. Visiert an, aber feuert erst auf mein Zeichen. Okay. Schieß ihn ab! Boom! Komm, fordere Evakuierung an! Beeilung, Mitchell! Ich hab... Hier runter! Interessant! Vorstoßen! Dieser Vitol darf nicht abheben! Der Evakuierungstrupp ist da! Wir kommen zu eurer Position! Ich verschaffe dir Zeit! Schnapp dir die Fracht! Okay. Gab sie! Oh, das war, glaube ich, keine gute Idee. Sie konnten die Fracht nicht bergen, okay. Ich bin ausgerutscht oder was? Komm, fordere Evakuierung an. Wir müssen da runter. Ich weiß, dass ich da runter muss. Komm ich aber nicht. Jetzt kommen wir da runter. Hep. Hier runter. Wir müssen vorstoßen. Ja, ja, ja. Der Vitol ist doch schon... Wir kommen zu eurer Position. Die Vitol ist doch schon längst down. Spring, Mitchell. Jawohl, hab's geschafft. Die Fracht ist gesichert. Wir haben einen Gast aufgesammelt. Bring ihn zur Nachbesprechung. Komm, Ende. Okay. Und damit sage ich erstmal wieder Danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein bei Call of Duty Advanced Warfare.